Rechnen Sie auch manchmal noch beim Einkaufen die Preise vom Euro in den guten alten Schilling um? Wir wollen hier mal eine kleine Übung zur Währungsrechnung machen. Wir rechnen zuerst von Schilling in Euro um und dann von Euro in den Schilling. Hier unten haben wir unseren Kurs zu stehen. 1 Euro entspricht 13,76 Schilling. Und dann können wir schon beginnen. Wir gehen in die Zelle C6 und mit gedrückter Umschalttaste klicken wir auf das Gleichheitszeichen, damit Excel erkennt, dass wir hier was berechnen wollen, und nehmen uns hier den Wert aus B6. Und wir drücken nochmal die Umschalttaste und die 7. Dann erhalten wir den Schrägstrich zum Dividieren. Wer auf der Tastatur einen Nummernblock hat, der kann dann auch hier den Teiler benutzen. Und dann teilen wir also durch unseren Kurs. Und hier müssen wir jetzt aufpassen, beim Runterkopieren kann die Zelle B6 relativ bleiben. Nur die Zelle mit dem Kurs, die müssen wir hier festsetzen. Die soll sich nicht verschieben beim Kopieren. Und das machen wir mit F4, mit der Funktionstaste. Und dann haben wir das hier absolut gesetzt mit den Dollarzeichen vor C und vor 18. Aber weil der Kurs hier in derselben Spalte steht wie die Formel, reicht es, wenn wir hier nur mit dem Dollarzeichen vor der 18 die Zeile einfrieren sozusagen. Dann können wir das bestätigen mit der Enter-Taste. Dann haben wir hier den ersten Wert. Und mit dem Cursor gehen wir jetzt hier unten auf das kleine Quadrat in der Zelle, bis ein Kreuz erscheint, und mit gedrückter linker Maustaste ziehen wir die Formel nach unten und haben dann hier unsere Werte für die Umrechnung von Schilling in den Euro. Und dasselbe machen wir jetzt vom Euro in den Schilling, geben wieder das Gleichheitszeichen ein und nehmen uns jetzt aus E6 den Wert für einen Euro. Und diesmal müssen wir das mit dem Kurs multiplizieren. Wir drücken die Umschalttaste und das Sternchen oder auf dem Nummernblock das X als Malzeichen. Und dann multiplizieren wir eben wieder mit unserem Kurs. Und auch hier müssen wir wieder darauf achten, wenn wir die Formel nach unten kopieren, dass uns der Kurs hier nicht mit nach unten rutscht. Und ich setze die Zelle hier ganz absolut, obwohl hier auch das Dollarzeichen vor der Zeile genügt hätte. Auch das können wir mit der Enter-Taste bestätigen. Und diesmal gehen wir hier wieder auf das Quadrat und ziehen das nicht nach unten, sondern doppelklicken mit linker Maustaste und erreichen auch so, dass die Formel uns nach unten kopiert wird. Aufgabe gelöst. Okay.